Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im Herbst, genau genommen im Indian Summer. Mein Name ist Nils, Cyrils Brettspiele durchgespielt. Ja, und heute spielen wir Uwe Rosenbergs Spiel Indian Summer aus dem Hause Edition Spielwiese und Pegasus Spiele. Ja, Indian Summer, ein weiteres Spiel aus der Belegespielserie von Uwe Rosenberg, wo ja auch schon Cottage Garden von war. Und eigentlich kann man Patchwork auch dazu zählen, aber das zählt offiziell nicht zur Trilogie. Indian Summer und Cottage Garden sind die ersten zwei. Und dann wird es noch ein drittes geben, aber Schwamm drüber, darüber reden wir jetzt nicht. Was ist dabei? Es gibt 6 Spielpläne. Diese 6 Spielpläne sind in Waldbodenteile aufgeteilt, nämlich in 6 Regionen, wie man sieht. 12 kleinen Feldern. Es gibt 2 Seiten. Jeder Spieler bekommt eine, also genug Varianten. Dieses hier ist sogenannter Waldboden und darauf sind Fundstücke, zum Beispiel Nüsse, Beeren, Pilze oder es gibt noch hier eine Feder. Das sind die 4 verschiedenen Fundstücke, die es gibt. Wie man schon sieht, Feder gibt es nur eine, Pilze gibt es nur 3. Das heißt, das sind schon sehr seltene. Nüsse und Beeren gibt es häufiger. Die Anzahl ist immer die gleiche, nur die Anordnung ist jedes Mal unterschiedlich. Dann gibt es so einen Busch, damit werden die Laubplättchen dargestellt. Die Laubplättchen sind entweder grün, dann bilden sie einen Drilling, um 3 Felder abzudecken. Hier sieht man das, 1, 2, 3. Können aber in der Form durchaus unterschiedlich sein, also entweder so eine Ecke oder ein langer. Dann gibt es 4er Teilchen, die sind orange, könnte so ein Z sein hier, ein T-Stück oder natürlich auch so ein 4er Stück oder auch ein 4er Klumpatsch. Ja, und 5er Teile sind dann entweder so ganz lange Ls oder so ein Klumpatsch mit einem dran und so weiter. Und die sind dann rot. Die haben auch immer ein Loch und das Loch kommen wir gleich zu. Was gibt es noch? Es gibt 2 Spielpläne in der Mitte. Da werden Tiere raufgelegt. Es gibt 3 Spezialtiere. Einmal hier für so ein 4er Z, für ein 4er T und für ein 4er Klumpatsch. Das sind genau genommen Dachs, Fuchs und Waschbär. Und dann gibt es noch allgemeine Tiere. Die liegen hier drauf. Davon gibt es jeweils etwas mehr. Und hier gibt es noch eine Umtauschtabelle, denn man kann immer 2 Beeren in eine Nuss, 2 Nüsse in einen Pilz, 2 Pilze in eine Feder umtauschen oder aber eine Feder in einen Pilz, in eine Nuss, in eine Beere und das kann man jederzeit machen, wenn man diese besonders braucht. Natürlich gibt es dann auch die Tiere, die habe ich euch hier eben schon gezeigt. Das hier sind zum Beispiel Vögel, wie man hier sehen kann. Dann hätten wir noch hier Schmetterlinge. Wir hätten aber auch hier diese lustigen kleinen Igel hier, die wir zu verzeichnen haben. Und dann gibt es noch diese hier. Das sind die Lorche. Ja, dann gibt es natürlich noch ein Dachsteil, ein Fuchsteil und ein Waschbärenteil hier. Ganz nette Illustrationen auch drauf. Also die gefallen mir wirklich ganz gut. Dann gibt es die Fundstücke. Das sind Beeren oder Federn. Hier mal eben ganz kurz. Von einer Seite ist es immer das Icon, von anderer Seite eine Illustration. Und das gibt es natürlich auch noch für Nüsse und Pilze. Und da zeige ich euch das auch nochmal. Bei Pilzen sieht es so aus. Oder wenn man die richtige Bilder haben will, so. Also auch nett gemacht. Ein Startspieler-Token ist der Schuh. Und ein Helfer, das ist dieser Rucksack, ist im Grunde nichts anderes als eine Helferkarte. Denn auf der Rückseite sind die verschiedenen Aktionen aufgemalt. Und da sieht man auch die Symbole. Dazu aber gleich mehr. Ich räume jetzt auf hier. Ich werde euch vorstellen, wie man das Spiel aufbaut. Nämlich für 3 Spieler. Wie immer spielen wir 3 Spieler. Dann die Regeln. Die sind aber kurz und dann geht es auch morgen schon. So könnte nun ein Spielaufbau für 3 Spieler aussehen. In der Mitte der Plan mit den extra Tieren hier. Auf ganz wichtig hier, dass auf die 3 extra Tiere hier auch schon das extra Symbol raufkommt. Also hier zum Beispiel auf den Fuchs schon eine kleine Eiche oder auf den Dachs hier auch schon eine Feder. Federn nochmal sind ganz besonders selten, deswegen ist der Dachs natürlich auch ein ganz besonderes Tier. Hier gibt es Federn, hier gibt es Beeren, hier gibt es die Pilze und die Nüsse. Und dann baut man ein so ein Rondell, kennt man auch schon aus Patchwork zum Beispiel. Und dieser Busch ist eigentlich nur ein Teiler davon.
Nun muss man sich entscheiden, wie rum man den laufen lässt. Ich lasse ihn einfach mal rechts rumlaufen, also in die natürliche Art. Da gibt es natürlich in der Regel eine Sache, aber im Grunde ist das, spielt das keine Rolle, wie rum man ihn laufen lässt. Man muss ihn nur besonders immer konsistent in eine Richtung laufen lassen. Eichhörnchen da, die kommen gleich noch ins Spiel. Und es gibt noch einen Ersatzhaufen an diesen Teilchen, die sind da. Jeder Spieler bekommt einen Spielplan, der wird ihm zufällig ausgehändigt. Den kann er jetzt auf die Seite seiner Wahl legen, wie er das gerne möchte, und entscheidet sich dann so zum Beispiel. Startspieler wird hierdurch markiert, wichtig, weil jeder Spieler gleiche Anzahl an Runden hat. Dann der Rucksack, den kann man so oder so rum hinlegen. Hinten ist eine Helferkarte, hier ist es ein Rucksack. Ich habe eine Helferkarte immer in der Hand, deswegen brauche ich das hier nicht als Rucksack. Starten tut man mit einer Beere, einer Nuss und einem Pilz und fünf Teilen, zwei grüne, zwei orange, einen roten. Auch in der Reihenfolge, die grünen nah am Rucksack, dann die orangen in der Mitte und der rechteste am weitesten. Da man nie mehr Platz braucht als sechs, habe ich hier dann den nächsten Spieler. Ihr kennt das, dass das Licht noch so ein wenig reflektiert, aber das soll ja auch bald sich ändern und dafür werde ich dann auch immer die unterschiedlichen Winkel nutzen. Hier für drei Spieler aufgebaut und immer hier den Platz für ein sechstes Teil. Mehr als sechs Teile gibt es nie. So, und wenn man an der Reihe ist, beginnt das Spiel ganz einfach. Man macht eine Aktion und zwar gibt es genau zwei Aktionen, die man machen kann, zwei Möglichkeiten, und man macht eine. Das nennt sich eine sogenannte Hauptaktion. Möglichkeit 1 ist, man nimmt ein Eichhörnchen und legt es irgendwo auf seinen Waldboden, zum Beispiel hier. Ziemlich blöde Aktion, sollte man nie machen, ist eigentlich immer die falsche Entscheidung. Möglichkeit 2 ist, man nimmt eins seiner Teile hier und da kann man sich entscheiden, für welches man will. Entweder man deckt 3, 4 oder 5 ab. Da man den Waldboden natürlich so schnell wie möglich abdecken möchte, ist so ein 5er natürlich das Beste und platziert ihn irgendwo auf dem Feld. Dabei darf man ihn drehen, wenden, in die andere Richtung drehen, wie man gerne möchte. Wichtig ist natürlich, wie immer, man darf natürlich nicht überlappen. Sowas geht nicht. Auch nicht, wenn die Löcher sich zeigen. Hier also übereinander legen ist immer verboten. Und natürlich darf man nicht außerhalb rauslegen. Ob man aber nun sich hier über diese Felder bewegt, spielt dabei erstmal keine Rolle. Also wichtig, man nimmt ihn von wo auch immer man möchte, legt ihn hier hin und legt ihn dann ein. Guckt dabei durch das Auge hier ein Fundstück auf dem Waldboden, in diesem Fall eine Beere, dann nimmt man eine Beere aus dem allgemeinen Vorrat hier und legt sie darauf. Einfach um anzuzeigen, dass dort eine Beere liegt. Das ist auch schon alles und dann ist auch schon der nächste Spieler dran. Das sind die zwei Hauptbasisaktionen, die man machen kann. Ein eigenes Waldstück nehmen oder ein Eichhörnchen nehmen. Wie man sich jetzt schon vorstellen kann, wird sein eigener Vorrat an Laubteilen irgendwann aufgebraucht sein. Wie kriegt man neue Laubteile? Naja, ganz einfach. Stelle sich vor, man spielt, warum auch immer, das letzte Teil aus seinem eigenen Vorrat hier. Dann geht man zum Baum und nimmt die nächsten fünf Teile. Wir haben ja gesagt, spielen so rum. Also rot, grün, orange, orange, grün in diesem Fall. Dieser Pfad ist zufällig, deswegen ist das keine Sache. Und die legt man dann auch in der gleichen Reihenfolge. Also es fängt wieder an mit rot, grün, orange, orange, grün, rot, grün, orange, orange, grün. Wichtig, die Reihenfolge immer wichtig beibehalten. Was am nahe am Rucksack ist, hat eine Bedeutung. Also, Möglichkeit 1, das ist alles leer, dann macht man das. Möglichkeit 2, neue zu kriegen, ist einfach, man gibt eine dieser Beeren aus. Nämlich hier zum Beispiel die kleine leckere Frucht hier, die kleine Waldbeere. Dann darf man nämlich seine Reihe wieder auf 5 auffüllen und natürlich auch vom Busch ausgehen. Also, in diesem Beispiel hier drauf hat der Spieler noch 2 liegen und darf 3 rechts vom Busch sind anlegen. Ganz einfach, in meinem Beispiel, also hier, dürfte ich nur einen anlegen. Alternativ ist es aber so, habe ich schon 5 liegen, darf ich ein 6. Teil auch noch anlegen. Aber Achtung, man darf nie mehr als 6 haben. Man kann jetzt auch mehrere Beeren ausgeben, hat man also nur noch ein Teil hier liegen, sagen wir mal, das bleibt über und die anderen habe ich schon verbaut hier.
Diese sind alle schon verbaut, habe nur noch das Teil hier. Ja, dann gebe ich einfach eine Beere aus, um auf 5 wieder aufzufüllen. Würde also 1, 2, 3, 4 nehmen. Und weil ich unbedingt den grünen noch haben will, zahle ich eine weitere Beere und baue dann meine Plantage oder meinen Weg, meinen eigenen Pfad hier. Das ist nämlich mein Pfad und das ist der allgemeine Pfad auf 6 auf. Das ist möglich. Das ist auch schon die Möglichkeit 1, wie man die ersten Früchte einsetzen kann und wie man seinen eigenen Pfad wieder aufbaut. Was machen die anderen Früchte? Diese Nuss zum Beispiel, für die Nuss nimmt man sich einfach ein Eichhörnchen. Man nimmt das Eichhörnchen und man tut ein Eichhörnchen niemals in seinen Vorrat, sondern immer direkt auf den Plan. Da sieht man schon, das ist sehr analog zu der Hauptaktion Eichhörnchen nehmen, nur dass man dafür keine Nuss abgeben muss. Hier ist es aber eine Sonderaktion. Und Achtung, man darf so viele Sonderaktionen machen, wie man will während seines Zugs. Ich darf also 2 Beeren abgeben und auch gerne 2 Nüsse. Dann darf ich also mit meiner Hauptaktion einen Teil bauen, so wie ich es gemacht habe, 2 Nüsse nehmen, um hier 2 weitere Eichhörnchen einzusetzen und vielleicht auch noch den Pfad auffüllen. Wichtig ist auch noch, jederzeit darf man zum Beispiel 2 Beeren in eine Nuss umtauschen. Brauche ich also ein weiteres Eichhörnchen, kann ich auch in meinem Beispiel eben 2 Beeren eintauschen, um eine Nuss zu nehmen und könnte sogar 3 Eichhörnchen einsetzen. Das sind alles Sonderaktionen hier oben, die kann ich so oft nehmen, wie ich will. Die unteren beiden, die schwer zu bekommen, nämlich die Pilze und die Federn, sind alternative Hauptaktionen. Man darf sie also auch nur einmal nehmen. Ganz wichtig, man darf dann keine normale Hauptaktion nehmen. Man darf also nicht das Eichhörnchen nehmen, was ja sowieso schon eine sehr schwache Aktion ist. Und man darf auch keinen einzelnen hier rausnehmen. Was darf man nämlich bei einem Pilz machen? Ganz einfach, man nimmt von 2 fremden Mitspielern jeweils das Teil, was am nächsten am Rucksack ist. In meinem 3-Spieler-Spiel wird das also sein, dass ich ihm hier zum Beispiel dieses grüne Teil und dem das grüne Teil klauen kann. Wird natürlich spannender, wenn er nur noch dieses eine rote Teil hat und das liegt davor. Ja, dann darf ich nämlich das rote klauen, weil er ja vielleicht schon andere vorgebaut hat. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass man hier ein schäbiges grünes liegen hat zum Beispiel. Da kann man nämlich jetzt mit einmal, wenn man einen Pilz abgibt, 2 Teile bauen. Und wer sich das ausrechnet, kann ja sehen, ein rotes Teil deckt 5 Teile ab. Man kann also bis zu 10 Teile schon bauen. Und zusätzlich natürlich noch mit Nüssen Eichhörnchen bauen. So kommt man schneller dazu, seine Sachen abzudecken. Und last but not least, die Feder. Da darf man 2 eigene Teile bauen. Hier in der Illustration 2 grüne, macht aber natürlich am meisten Sinn, wenn man ebenfalls aus seiner eigenen Auslage 2 rote nimmt. Das sind die 4 Möglichkeiten, wofür man die Früchte einsetzen kann und auch die Möglichkeit, eine Hauptaktion zu machen. Letzte und wichtige Regel noch ist, sobald man einen dieser Bereiche voll hat, ich versuche das mal eben hier zu demonstrieren, so zum Beispiel hat man diesen Bereich hier ja voll, nämlich alles innerhalb dieser Riegel. In dem Augenblick erntet man ab. Und zwar, man sammelt immer hier durch diese Augen, Sehnen. Hier würde man eine Beere haben und hier auch eine Beere. Das heißt, ich habe jetzt Beere, Beere, Beere. Ich kriege also 3 Beeren vom Brett. Die sammelt man immer da. Wir holen sie mal eben ganz kurz hier. Zack, zack. Und nehmen die jetzt und holen die zurück zu mir. Die kommen jetzt in meinen Vorrat und ich darf sie sogar in diesem Zug schon benutzen. Zum Beispiel, um 2 einzutauschen gegen ein Eichhörnchen und das Eichhörnchen auch zu setzen. Wozu ist das Eichhörnchen nämlich sinnvoll? Nehmen wir mal an, ich hätte so gebaut hier. Warum auch immer habe ich so gebaut. Und ich kriege dieses Feld hier nicht voll. Hier liegt noch eins. Ja, dann nehme ich einfach ein Eichhörnchen und lege es da rein. Für zum Beispiel 2 Beeren oder eine Nuss. Und habe damit auch das Feld voll und kann auch wieder die Extra-Aktion abernten, um schneller zum Ziel zu kommen. Eine wichtige Sache noch und dann haben wir schon die Regeln durch. Das kann ich hier mal eben demonstrieren. Eichhörnchen wieder weg. Baue ich nachher dieses hier zum Beispiel und ernte diese alle ab, sagen wir, das hier wäre schon komplett, muss es sein für die Regel. Ernte hier ab, dann habe ich jetzt ein Feld,
auf zwei fertigen Sachen. Wichtig, es muss fertig sein, nochmal, mit drei Löchern, durch die man durchgucken kann. Super, dann nehme ich doch dieses hier und lege diese Fundstücke hier oben rauf. Drei. Müssen immer auf zusammenhängenden Löchern sein. In diesem Fall geht nur das, weil nichts anderes ist. Später im Spiel kann man sich ja auch hier zum Beispiel ein T-Stück vorstellen. Dann kann man zum Beispiel den Fuchs rauflegen oder wenn man vier zusammenhängende hat, auch den. Warum ist das besonders wichtig? Legt man mit ein Fundstück auf offene Teile, ja, dann kriegt man in diesem Fall die Beeren nochmal. Also 1, 2, 3 Beeren nochmal. So kriegt man dann insgesamt 6 Beeren und diese hier sind natürlich der Unterschied. Das macht den Unterschied. Das könnt ihr euch jetzt schon vorstellen im Spiel. Ganz wichtig noch, beim Dachs, beim Fuchs und beim Waschbären kommen noch jeweils ein Teil mit dazu. Ja, das Spiel endet, so können wir es uns auch jetzt vorstellen. Sobald der erste Spieler alles dicht gebaut hat, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt. Das heißt also, in meinem Fall wird der rechte Spieler immer der letzte Spieler sein. Und dann wird einfach geguckt, hat nur einer seinen ganzen Waldboden zu Ende gebaut, gewinnt der, haben es mehrere, gibt es einen Tiebreaker und der Tiebreaker ist am besten gelöst. Wer hat die meisten Nüsse noch über? Man darf auch zum Schluss alle Nüsse noch eintauschen, um Eichhörnchen zu nehmen, falls man den Waldboden noch wieder vollkriegen will. Durch das Vollkriegen kriegt man dann eventuell wieder Ressourcen. Die kann man wieder umtauschen in Nüsse. Achtung, immer die Umtauschregel hier im Kopf behalten. Und dann, wer die meisten Nüsse hat, gewinnt Indian Summer. Das war's mit den Regeln, mit den Komponenten. Mein Name ist Nils, Cyrils Brettspiel durchgespielt. Und morgen starten wir Indian Summer aus dem Hause Pegasus und Spielewiese. Ja, also bis morgen, freut euch drauf.